Es gibt viele Menschen, die die Ernährung einer Katze für kompliziert halten. Aber ist sie das wirklich? Von allen Seiten bekommt man ständig Fütterungsempfehlungen oder Ernährungstipps. Da den Durchblick zu behalten, fällt so manch einem Katzenhalter gar nicht leicht. Wir decken deshalb die 8 häufigsten Irrtümer auf und sagen dir, auf welche Aussagen du besser nicht hören solltest. Als erstes, rohes Fleisch ist ungesund. Dieses Gerücht hält sich wacker, obwohl man es schnell widerlegen kann. Katzen ernähren sich in freier Wildbahn von rohem Fleisch. Von daher ist es völlig in Ordnung, wenn du deinem Liebling etwas Ungekochtes anbietest. Dass dies immer frisch sein muss, versteht sich natürlich von selbst. Rohes Schweinefleisch solltest du allerdings nie geben, da durch dieses ein Virus übertragen werden kann, der eine lebensgefährliche Krankheit auslöst. Als zweites, Katzen regeln die Futteraufteilung unter sich. Darauf solltest du dich unter keinen Umständen verlassen. Die Rangordnung in einer Katzengemeinschaft spielt auch beim Fressen eine Rolle. Achte daher unbedingt darauf, dass auch das rangniedrigere Tier ausreichend Nahrung bekommt. Wenn es nicht einmal etwas bringt, wenn du neben den Katzen stehst, solltest du die rangniedrigeren Tiere separat füttern, damit auch sie ihr Fressen genießen können. Als drittes, alle Katzen sind beim Fressen wählerisch. Katzen sind in der Regel zwar komplizierter als Hunde, zumindest was das Fressen angeht, dennoch ist die Mäkeligkeit oftmals anerzogen worden. Wenn du deiner Katze verschiedene Futtersorten servieren möchtest, solltest du sie frühzeitig daran gewöhnen. So merkt sie von klein auf, dass das Menü immer mal wieder wechselt und sie wird deshalb weniger wahrscheinlich Probleme machen. Als viertes, die nötige Futtermenge kann man leicht berechnen. Wie viel Futter bei deiner Katze im Napf landen sollte, hängt von vielen Faktoren ab. Das Alter, die Aktivität, das Geschlecht und die Größe entscheiden darüber, wie hoch der Grundbedarf deiner Katze ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass größere, junge, aktivere und unkastrierte Katzen mehr Futter benötigen als alte Tiere, kastrierte oder welche, die nur in der Wohnung gehalten werden. Wenn du dir unsicher bist, wie viel Futter deine Katze benötigt, dann frage am besten den Tierarzt. Als fünftes, Katzenfutter gehört in den Kühlschrank. Gegen die Aufbewahrung im Kühlschrank spricht erst einmal nichts. Du solltest das fressen, bevor du es deiner Katze überreichst, aber erst einmal auf Zimmertemperatur erwärmen. Ist das Futter zu kalt, dann kann die Magenschleimhaut gereizt werden, was oft zum Erbrechen führt. Als sechstes, wo der Napf steht, ist völlig egal. Niemand isst gerne an Orten, an denen es laut ist oder viel Unruhe herrscht. Auch bei Katzen ist das nicht anders. Stelle den Napf daher an einer Stelle auf, wo sie in Ruhe ihr Futter verzehren kann. Der Napf sollte aber nicht in der Nähe vom Katzenklo sein, denn auch in diesem Punkt sind uns unsere Vierbeiner sehr ähnlich. Als siebtes, Milchprodukte sind absolut tabu. In der Regel vertragen Katzen keine Laktose. Ähnlich wie Menschen, die unter einer Laktoseintoleranz leiden, bekommen die Miezen nach dem Verzehr von Milch oft starke Blähungen und Durchfall. Bei Milchprodukten reagieren die meisten Tiere weniger empfindlich, aber auch diese sollte man nicht in großen Mengen verfüttern. Möchtest du deiner Katze etwas Gutes tun, dann kaufe am besten spezielle Katzenmilch oder laktosefreie Milch. Und als achtes, zur Not tut es auch Hundefutter. Hast du neben deiner Katze auch einen Hund im Haus, kann es schon einmal vorkommen, dass nicht für beide Tiere ausreichend Futter gekauft wurde. Im Katzennapf sollte das Hundefutter dennoch nicht landen, auch wenn du keine Lust mehr hast einzukaufen. Katzen brauchen für eine gesunde Ernährung essentielle Aminosäuren wie Taurin, Aminosäuren wie Arginin sowie Fettsäuren und Vitamin A. All das ist im Hundefutter nicht oder nur gering vorhanden. Bekommt deine Katze dauerhaft zu wenig Taurin, dann kann das sogar zu Herzkrankheiten führen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.